Hallo, ich werde gleich leider einen Ball in das gelbe Penalty Area schlagen. Und dann werde ich dir die drei Vorgehensweisen zeigen für gelbe Penalty Area. So, mein Ball ist hier rein in diese Penalty Area geflogen. So, die erste Möglichkeit wäre, den Ball zu spielen, wie er liegt. So, wenn es so wäre wie bei mir zu Hause in Südafrika, könnte es sein, dass es hier ausgetrocknet ist und der Ball innerhalb dieser Pfähle liegt. Er muss nicht unbedingt im Wasser sein, er kann auch im langen Gras sein. Dann kann ich den Ball einfach spielen, wie er liegt. Aber leider ist der Ball Mitte drin. So, ich habe zwei weitere Möglichkeiten. Die erste ist, und das ist immer eine Möglichkeit, zu gehen zum Ausgangspunkt und von dort aus zu spielen. Also genau da, wo ich gerade geschlagen habe, darf ich den Ball droppen, Knie hoch und spielen mit einem Strafschlag. So, ich muss jetzt wissen, wo ist mein Kreuzungspunkt gewesen? Wo hat mein Ball diese Linie überflogen? Das war da. So, jetzt droppe ich den Ball auf der Verlängerung Fahne, Kreuzungspunkt, und ich darf beliebig zurückgehen und ich suche mir eine ebene Fläche aus. Ich muss auf dieser Linie droppen, innerhalb einer Schlägelänge, muss er zur Ruhe kommen. Jetzt darf ich meinen Schlag machen. Es wird jetzt ein kleiner Pitch sein. Stopp.